Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, wie ihr seht, mit Facecam diesmal. Für die Leute auf YouTube, die bei Twitch haben das jetzt alle schon mitbekommen. Genau, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Also gestern besser gesagt. Nämlich, ich hatte ja... Ich hatte ja hier die Bänder zusammengeschlossen. Ich hoffe, das ist jetzt soweit vernünftig gewesen. Das könnte ich nochmal überprüfen oben. Ob sich das jetzt auch alles so füllt, wie ich das eigentlich wollte. Aber eigentlich sollte es. Huch, das wollte ich nicht. Hab nichts anderes erwartet bei dem Bruder. Ja. Mein Bruder und ich sind schon sympathisch, ne? So. Ah. Auf dem mittleren Band laufen nur 30 Barren, warum auch immer. Das müsste eigentlich 60 laufen. Gute Frage. Ich schau gleich mal. Tatsache, ne? Tatsache, da hast du recht. Irgendwas stimmt hier nicht. Die beiden Bänder sind voll, aber das relativ leer. Da stimmt irgendwas echt nicht. Irgendwo ist ein Fehler. Hier ist auch schon relativ leer. Da unten eigentlich auch schon. Irgendwo da hinten habe ich vergessen, was anzuschließen wahrscheinlich. Vielen Dank übrigens, Ryan. Danke, danke. Aber jetzt Schluss mit den Komplimenten. Ich werde gleich rot. Das ist... Sieht man das in der Kamera? Ich glaube nicht. So. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Das könnte der Fehler sein, hä? Huh? Ich glaube, daran wird es liegen. So. Man sollte halt auch mal zu Ende arbeiten, nicht mittendrin aufhören. Und jetzt läuft es auf jeden Fall viel besser. Danke für den Tipp. Wäre mir jetzt erstmal gar nicht aufgefallen. Aber klar, man sieht's eigentlich. Man sieht's. Was? Weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Mit den Bändern? Achso, okay. So, ja genau, jetzt müsste es aber eigentlich alles hier so weit volllaufen, ne? Auch das da hinten. Kann mal gucken. Müsste sich jetzt eigentlich alles füllen hier. War ja, dass das hier dann irgendwann relativ voll ist. Genau, das ist ziemlich voll. Das ist voll. Und dann dürften sich das hier hinten eigentlich auch. Ja, genau. Dann passt es, dann läuft es. So, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Gar keine Ahnung. Genau, hier hätte ich die Stangen produziert. Jetzt muss ich erstmal wieder überlegen. Fünfzehnte Minute. Ja klar, alles 15. Minute. Und davon habe ich 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Was habe ich hier produziert? Genau, die Rotoren. Da hatte ich, glaube ich, die verstärkten Eisenplatten.
Das ist alles vollgelaufen, genau. Gut, und da unten hatte ich den Stahl. So weit, so gut. Jetzt schaue ich gerade mal. Was bei den Schrauben leiste ich? Zu viel auf einem Band. Das kann nicht auf ein Band, was du da hast. Moment, das kann. Das, ja, ja, gut, das kann gut möglich sein. Bei mir kann das gut möglich sein. Ich muss gerade mal schauen. Hier ist das Problem schon, ne? Ja. Ja, 40 pro Minute. Das passt, das passt, das passt. Ja gut, aber dann wären wir bei 80. Ja, so, das passt, das passt, das passt. Weil ich hier 4 habe, meinst du? Das hier, ne? Genau, 40, 40, 40. Ja. Da hast du recht, das stimmt. Was müsst ihr trotzdem? Müsst ihr trotzdem funktionieren, oder? Forderung. Der bekommt zu wenig Schrauben dann. Ja gut, ich lasse sie aber hier von dem... ich verstehe das jetzt wieder nicht. Ich lasse sie hier in den Container. Klar, hier passt nicht mehr drauf, logisch. Da ist zu viel, als dass es hier raufgehen könnte. Aber hier lasse ich ja nur... Hier lasse ich ja nur Ding ab. Eine Bahn und dort. Das passt hier, oder? Sehe ich das jetzt irgendwie? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich habe jetzt nicht das Bild im Set. Genau, in den laufen 120 rein und 120 raus. Und ich brauche, jetzt muss ich gerade mal schauen, 100. Und da hinten bräuchte ich 60. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Du hast recht. Das ist nicht gut. Das heißt, ich bräuchte ja rein theoretisch, um das zu beheben, ohne jetzt großartig hier was umzumuddeln, einfach die Stufe 3 Bänder, würde ich behaupten, ne? Dann habe ich ja, glaube ich, 240 sind es, glaube ich, oder sind es 180? Ich bin mir nicht sicher. Ja, Stufe 3 würde es tun. Gut, da muss ich jetzt ums Verrecken Stufe 3 Bänder herstellen. Ich will das jetzt nicht alles umbauen. Ja, hast recht, dafür habe ich die 4 Schraubmaschinen gebaut. Stimmt auch wieder. Wie gut, dass ich heute live bin. Dass sie mir da live helfen können. Das ist viel, viel einfacher. So. Hm.
Das heißt, ich könnte ja dann demnach eigentlich... Muss ich kurz überlegen, wie mache ich das jetzt? So. Und dann machen wir so. Und so. Ich glaube, das wird nichts. Ich probiere es einfach mal. Ich muss es immer probieren, sonst verstehe ich es nicht. So. Ah, wieder schön krumm und schief. So. Jetzt sollten ja... 40 waren es, ne? Ja, 40. Jetzt sollten da ja nur 120 reingehen. Jetzt passt das. Sehr schön, dann habe ich es verstanden. Ja, jetzt sieht das hier auch viel besser aus, auf jeden Fall. Gut. Jetzt will ich aber trotzdem gucken, dass ich mit der Forschung weiterkomme. Mist, da unten muss ich auch noch umrollen. Ich weiß nur noch nicht wohin. So. Jetzt wollte ich gucken, was kann ich eigentlich aus Stahl machen. Ja, da oben habe ich doch so ein Ding stehen, da kann ich direkt mal schauen. Weiß gar nicht mehr, ob ich das überhaupt schon mal nachgeschaut habe. So. Okay. Das könnte ich hier herstellen. Brauche aber die. Und dafür brauche ich diesen, den anderen. Moment. Den hier. Habe ich recht? Ja, habe ich. Gut, das brauche ich und das brauche ich. 4 Stahl, 3 Stahl. Okay, alles klar. Immer zu viel. Das geht dann mal kurz weg. Das würde ich dann hier oben einfach weiterführen. Ja. Yep. Und zwar... Wie viele brauche ich davon? Das ist jetzt die große Frage. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Okay. Cool. So. Mal schnell schauen, wie viel produziere ich denn die Minute? Dass ich es einigermaßen irgendwie zusammengerechnet bekomme. Oh Gott. 45. Ne, 3. Nein, 45 pro Minute. Genau. Damit ich nicht jedes Mal außen rumrennen muss. 45 die Minute. Ich setze hier einfach mal 4 Stück hin. So rum, ja. Sonst wird das nichts.
Dann so. So. Und so. Okay, ich produziere anscheinend 30. Es ist fürchterlich. Ich bin so chaotisch, was das hier alles angeht. Ja, stimmt. Das sieht nicht gut aus. Die bekommen zu wenig Kohle, da war was. Ja. Da war ja was. Ich müsste mehr Kohle holen. Was heißt da viel zu chaotisch, dieser Kerl? Mein Bruder ärgert mich. Schleicht er sich wieder heimlich in den Stream ein? Gut, das heißt... Auf Stufe 2, okay, alles klar. Das heißt aber, ich brauche verstärkte Eisenplatten dafür, ne? War das? Ich schaue nochmal schnell. Ja. Dann nehme ich mal ganz viel verstärkte Eisenplatten mit. Müsste ja noch irgendwo hier ein paar rumfliegen haben in den Containern. Kriege ich die auch einigermaßen leer. Hast du natürlich vollkommen recht, dass ich mit Stufe 2 Bändern. Das ist mein Problem, ich vergesse immer, wie viel hier was eigentlich produziert. Aber die brauche ich jetzt gerade gar nicht, die kann ich einfach mal kurz hier reinschmeißen. Den Schramm brauche ich auch nicht. So, habe ich hier noch mehr verstärkte Eisenplatten irgendwo rumfliegen? Nee. Nö. Da auch nicht. Nee. Oh Gott. Nein. Das waren Bleche. Nein. Aber 16 Stück immerhin. Da haben wir nochmal 100. Ich glaube, das sollte schon fast reichen, ne? Ja, komm. Das muss reichen. Ich sag jetzt, das reicht und fertig. Gut, aber dann flitze ich mal kurz darüber. Na, Gummimann. So, dann flitze ich mal kurz darüber und dann fange ich von ganz hinten an, die alle zu upgraden. Und dann sollte das auch laufen. Und dann gucke ich mal weiter. Dann schaue ich mal weiter. Was ich dann, wie viel ich aus dem ganzen Stahlzeug produziere. Hi Jamila. Habt ihr schon vermisst? Ganzen Tag nichts gehört, nichts gelesen. Wie rein ein Vorkommen ist, okay. Ja, stimmt, das mit der Reinheit, da war ja auch noch was, genau. Die produziert nur dann 120, wenn das rein ist, okay. Gut, da habe ich jetzt auch noch gar nicht drauf geachtet. Sehe ich das hier irgendwie? Ja, rein. Rein, ich habe Glück. Wenn ich gerade mal hier hinten bin, dann kann ich gerade mal kurz hier ein bisschen umschauen. Ist hier mal abgesehen von dem hässlichen da und dem Teil, was ich da wieder einsammeln kann, was ist das eigentlich? Ja, nee, ist klar. Komm. Da habe ich schon direkt keine Lust mehr hier rumzustehen. Aua. Nein, geh weg. Lass mich. Nein, lässt mich in Ruhe. Geh weg. Ich brauche eine Knarre. Irgend sowas. Sport.
beim Upgraden. Dann machen wir das jetzt. Plumps. Schön, dass ich hier drauf rumlaufen kann, wenn ich das upgrade. Hat Vorteile. So, und hier hatte ich schon alles auf 2, wie es aussieht, ne? Ja. Genau. Gut, dann sollte das jetzt ja funktionieren, hoffe ich. So, was machst du? Du machst mir... Fangen wir mit denen an, ne? ...60 pro Minute. Das ist doch nicht wahr. Gut, was mache ich, wenn ich jetzt bei dir das einstelle? Was brauchst du? Du brauchst 30 pro Minute. Gut, da wären wir ja dann schon bei den 90. Schön. Das heißt, das kann ich ja eigentlich direkt mal hier machen. Dann hau ich die zwei gerade mal weg. So. Nein, gar nicht wahr. Ich mach Mist. Fusionieren muss ich das Ganze. Von hier unten. Da kann ich ja auch so hier direkt hinmachen. So. Eigentlich sind die Lager dann völlig unnötig jetzt, aber jetzt sind sie halt da, ist egal. Das war ja genau 45, dann sind wir bei 90. Dann sollte das hier volllaufen. Dann sollten hier kontrolliere direkt, wie viel Eisen die Gießerei bekommt, damit genug ankommt. Eisentechnisch sieht aber gut aus, ne? Würde ich fast behaupten. Ja. Also aktueller Stand ist, glaube ich, gut. Sieht sehr voll aus. Ich brauche auf jeden Fall mehr Gießereien, das ist eins, was sicher ist. Weil mit den zwei werde ich nicht so weit kommen, wie es aussieht. Die Dinger hier brauchen ja doch ziemlich viel Stahl schon. Aber jetzt für den Anfang sollte das erstmal irgendwie funktionieren. Gut, ich brauche etwas zum Splitten. Das mache ich hier hoch. Das mache ich hier. Das wird nachher eh umgestellt, weil es sieht alles hier. Es funktioniert ja alles noch nicht so richtig. So. Gut, das sollte funktionieren. Das sollte das produzieren. Alles klar. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich baue mir das gerade nochmal schnell hier hin. Ich vergesse immer alles sofort wieder. Ja genau, jetzt habe ich keine Rotoren dabei. Logisch. Nochmal kurz runter. Schnell holen. Wo
Wo habe ich hier reingeschmissen? Ich nehme einfach mal die so lange, ne? Bis ich die anderen finde. So. Was brauche ich denn dafür? Der braucht 30 pro Minute. Und 2,5 davon. Und jetzt nochmal da hoch. Ich sollte mir das mal aufschreiben. 15, ey Gott, da geht's ja schon los. Gut, bevor ich da jetzt irgendwas anfangen kann, brauche ich auf jeden Fall mehr Kohle, das ist eins, was sicher ist. Das hier mit den Schmelzen, mit den Gießereien, das muss auf jeden Fall erweitert werden. Das muss auf jeden Fall erweitert werden, das wird sonst nichts. Sieht ja eigentlich aus, wie es läuft, ne? Okay. Gut. Dann weiß ich jetzt wenigstens, wie ich vorangehe. Kohle. Hatten wir doch irgendwo Kohle rumfliegen? Das sieht nicht gut aus. Hab ich. Da hinten. Und da hinten irgendwo. Da hinten wäre vielleicht gar nicht schlecht. Da könnte man mal hin. Ich glaube, in die Richtung bin ich sowieso noch nicht groß gelatscht. Ja, da Enter drücken. Ich sehe gerade, ich habe mal wieder ein Problem gehabt gerade. Denn, gut, für die Leute auf YouTube, hier war ein kurzer Cut. Wenn ich Enter drücke, das ist das Problem bei mir, ich muss das bei OBS unbedingt mal umstellen, pausiert meine Aufnahme. Sobald ich Enter drücke, ist die Aufnahme pausiert. Das ist mein Problem, was ich hier gerade habe. Das muss ich echt umstellen. So, ich brauche Kohle, ich brauche Miner. Wie sieht's denn mit Ding aus hier mit ja, verstärkte Eisenplatten habe ich noch mehr als genug. Ja, es ist eine Top-Einstellung bei OBS, ich weiß auch nicht. Die war standardmäßig drin, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Enter ist so das denkbar schlechteste, um eine Aufnahme zu pausieren. Ich meine, die Tastatur hat ja nicht genug Tasten oder so, die man hätte nehmen können, ne? So, ich brauche einen Miner. Miner. Habe ich eigentlich noch einen? Nö. Doch, habe ich da einen. Ich sag nö und da ist einer. Gut, das heißt, wo war denn das? Hier hinten irgendwo, ne? Irgendwo in die Richtung. Ja, da hinten. Nee, das sind nur drei oder so. Ja. Ja, ich habe eine von diesen ganz, ganz kleinen Tastaturen. Mit drei, vier Tasten nur. Das Allernötigste. Das ist einfach nur WASD drauf. Das war's. Und Enter. Um das alles zu pausieren. Das reicht. So. Irgendwo da hinten muss Kohle sein. Ich würde auch gerne nochmal nach meiner Kiste irgendwann gucken, aber ich bezweifle, dass ich die wiederfinden werde. Ich glaube, die ist für immer verschollen. Die werde ich nie wiedersehen. Und ich glaube, das, was da drin ist, ist mittlerweile auch gar nicht mehr so interessant, weil ich das alles schon selber produziere. So. Schön. Schön. Ja, nehme ich alles gerne mit, ne? Die nehmen wir auch mit. Das ist nix. Was haben wir denn hier noch?
Da kommt was angehüpft. Ich hör's doch. Aua. Weg. So. Die sind echt stressig. Davon kann ich noch was mitnehmen. Das? Nee. Gut, davon habe ich eh mehr als genug. Das läuft mir nicht weg. Ah, okay. In welche... Nein, das wollte ich. Die Kiste ist, glaube ich, unter dem Map gebackt. Wirst du ihn nicht wiederbekommen. Ja, das vermute ich auch. Also das war ja auch meine Vermutung, dass die... dann irgendwie in den Berg reingerutscht ist. Und das war's dann. Depp. So, wo war die Kohle? Ich vergesse das doch alle 2 Sekunden. Ich verlaufe mich hier überall. Kohle? Da, in die Richtung.